Menschen wagte etwas, das sich wohl nur wenige trauen. Er versuchte unter den Augen Uri Gellers genau das, was den Meister berühmt gemacht hatte. Metall sollte sich in seinen Händen ohne jegliche Gewalt von selbst biegen. Konzentrier dich mit mir auf die Gabel. Schau auf den Kopf der Gabel und schau, was passiert. Kannst du das sehen? Das waren ganz normale Gabeln. Also jede einzelne davon war wirklich irgendwie ja, so wie die. Ich kann die auch nicht zurückbiegen mehr. Das ist ja echt hartes Material. Aber selbst das härteste Material war für Danny kein Hindernis. Dr. Lars Dietrich konnte sich selbst davon überzeugen, dass hier alles, was nach Gabeln aussah, auch tatsächlich solche waren. Er konnte nicht fassen, wozu Danny Ocean mit der Kraft seiner Gedanken fähig war. Also ich kann es mir nicht erklären und bin ehrlich gesagt auch total verblüfft und werde mein Leben lang wahrscheinlich daran knabbern und üben. Der dreht sich jetzt so rum. Das ist jetzt so. Was? Er hat einfach mit einer normalen Gabel einfach so gemacht und auf einmal drehte sie die sich so zu mir und ist jetzt voll so eine Drehung drin in der Gabel, die ich mir einfach nicht erklären kann. Dannys Gabelverbiegen war wirklich klasse. It was very interesting. Selbst ich bekomme die Löffel nicht in diese Richtung gebogen. Und heute kann ich für nichts garantieren. Alles ist möglich. Einen guten Abend an den Sinnestäuscher Danny Ocean.